Die Frage ist, handelt es sich bei Selbstorganisation um einen kurzfristigen Trend oder eine langfristige Verschiebung? Hallo. Ja. Das fragst du mich? Ja, frag ich dich. Okay. Ich glaube, es ist eine langfristige Verschiebung, deswegen haben wir das Thema auch so gewählt. Wenn wir heute gucken, wie sich Marktumfelder verändern und auch gesellschaftliche Komplexität in hohem Grad zunimmt, dann deutet ganz vieles darauf hin, dass Selbstorganisation als zentrales Element immer wichtiger werden wird. Ich kann dem nur zustimmen, weil ich glaube, dass die Geschwindigkeit, mit der sich Außenumfelder entwickeln und die daraus resultierende Komplexitätsbearbeitung einer Organisation sich mit den bestehenden Mitteln nicht mehr machen lässt. Also schlichtweg die großen globalen Trends, die jeder kennt und die daraus erhöhte Anpassungsfähigkeit und anspruchsvolle Geschwindigkeit, die daraus resultiert. Und die bedarf seiner Antwort und Selbstorganisation ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt eine mögliche Antwort darauf. Also ich halte Selbstorganisation für nicht nur eine Mode, sondern für essentielle Weiterentwicklung von Organisationen. Und zwar in dem Sinne, dass damit zusammenhängt, dass Führung so aufgeteilt wird, dass diejenigen, die Führung übernehmen, oder Teile der Führung übernehmen, die tatsächlich dazu die Kompetenz und die Bereitschaft haben und nicht alle Führung auf einzelne Personen ausgekippt wird. Also ich habe jetzt nach 2 Jahren Beschäftigung mit dem Thema Agilität und Selbstorganisation gemerkt, dass sich bei mir momentan so ein Verdacht einschleicht, dass vielleicht ein paar Bereiche aus der Agilität doch eher so ein Modetrend sein könnten. Und für mich bleibt jetzt sogar das Thema Selbstorganisation eigentlich als so ein Kristallisationspunkt zurück oder vielleicht als so ein wahrer Kern mit dem Verständnis, es geht um geteilte Führung, um dieses Verhältnis aufzulösen, ich bin die Führungskraft, da ist das Team, sondern wir gehen wirklich miteinander in die Aushandlung, in die Klärung, verteilen Rollen, verteilen Verantwortung. Weil für mich ist auch Selbstorganisation ungleich hierarchiefrei. So, Selbstorganisation. Also wie der Hanno hat für mich einen total tollen, prägenden Begriff eingebracht. Und zwar ist das bewusste Selbstorganisation. Das heißt also klar zu haben, wo bewege ich mich, in welchem Rahmen bewege ich mich, mit wem spiele ich zusammen und wofür ist es im Übergeordneten. Und dann so die Frage, ist es ein Trend? Nein, ich glaube, es ist nicht ein Trend, sondern ich glaube, es ist eine zusätzliche Kompetenz, die wir gerade erlernen, sodass wir uns darüber Gedanken machen können, in welchem Kontext passt es? Ja? Wo agieren wir selbst organisiert? Wo ist es mehr moderiert oder auch geführt? Ich glaube, wir erweitern gerade unsere Spielfähigkeit. Ja, Selbstorganisation. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was neumodisch ist und was kurzfristig hält, sondern ich glaube, Selbstorganisation ist etwas ganz, ganz Menschliches, was uns schon lange, lange begleitet, wo wir durch verändernde Bedingungen im Umfeld schon immer wieder auch darauf angewiesen sind, nicht nur zu überleben, sondern gut zu leben und auch selbstbestimmt zu leben, dass Selbstorganisation einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann. Also daher ist es für mich nicht entweder kurzfristiger Trend, sondern eher ein Teil Beschleunigung von einer langfristigen Entwicklung und es auch so als Element in die Beratung reinzubringen und nicht polarisiert oder isoliert zu betrachten, sondern in Formen, die heute schon gut tragfähig und menschenwürdig sind, weiter zu gestalten und zu integrieren.